Damit ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge. Nichts anderweise komme ich ins Spiel und die Flamme sagt uns, Glutal kann zurückerobert werden. Sammel Funken und biete sie am Flammenaltar dar, um die Flamme zu stärken. Funken können in einem Refugium der Flamme oder Schrein der Flamme gefunden werden. Ein Marker hinzugefügt? Oh Gott. Die Karte, ich will gar nicht drauf schauen. Neue Quest, Flammenaltar und Basisverbesserung. Gut, das schauen wir uns gleich an. Ich habe die Taschen nämlich noch gar nicht leer gemacht. So, das mache ich als nächstes erstmal. So, Taschen leer. Oh Mann, was war das gestern für eine Runde? Puh. Da muss man erstmal durchatmen. Steinchen sammeln. Knapp dem Tod entronnen. Aber trotzdem kann fast ein bisschen stolz auf mich sein. So völlig unvorbereitet und dann nur mit Holzpfeilen. Nicht auf die Ausdauer geachtet, nichts, na wie immer. Puh, so. Einmal eine Runde im Block, tief durchgeatmet. So, sieht so aus, als hättest du dich um den Elixierbrunnen gekümmert. Mach weiter so und du könntest hier noch beliebt werden. Schrei mich nicht so an. So, eine Warte der Erbauer erklimmen. Der hat nur Aufgaben. Glutal hat sich verändert. Vor unserer Zeit haben die Erbauer Warten gebaut, um das Land zu überblicken. Die Warten der Erbauer, eine davon befindet sich in der Nähe. Erklimme sie und lerne die Welt neu kennen. Okay. Darf ich jetzt aber erstmal durchatmen, mein Freund? Ja, ja. Und wir gucken mal, was wir in den Taschen haben. Was haben wir denn eingepackt und eingesackt? Knochen haben wir keine. Steine packen wir mal weg. Ein bisschen Holz packen wir mal weg. Ich weiß, man kann es automatisch rüberschubsen, aber ich mag gerne in der Hand haben, was ich gelootet habe. Das sagen meine Schätze. So. Was haben wir denn hier? Jasmaflüssigkeit. Was es nicht alles gibt. So. Das haben wir. Miasmas Seele. Cool. Noch ein paar Münzen. Noch ein paar davon. Rotdonner-Wüstlingkopf. Okay. Sieht irgendwie wichtig aus. Myzel. Da könnte man halt die Myzelsteine bauen. Können wir ja mal gucken. Wie die aussehen. Myzel bewachsener Block. Machen wir Stein. Ja, der Holzblock. Was, wir bauen die einfach alle mal. Nur damit wir mal sehen, wie sie aussehen. So. Also, wir brauchen einmal Teer. Den Teerblock. Dann brauchen wir Feuerstein für den Feuersteinblock. Dann brauchen wir Steine. Für den Steinblock. Ich glaube, da werden wir mal noch ein paar Steinchen holen müssen. Immer wie ein Schlag ins Gesicht. Mal schauen, wie lange der Felsen hier noch da ist, bis ich ihn komplett abgebaut habe. Ja, wenn das der erste und der einfachste Gegner war, möchte ich nicht wissen, was die anderen Gegner mit uns machen. Wohl, wenn ich ein bisschen darauf achte, dass meine Ausdauer entsprechend gut ist und wie ich genug Heiltränke dabei habe. Wir haben genug Steine geklopft. Muss reichen. Ja. Das mal weg, das macht sonst Autschi. So. Also, wir haben einen Myzelen bewachsenen Block. Machen wir mal. 1, 2, 3. Oh, brauchen wir doch Steine. Mist. Feuersteine können wir einmal machen. Dann sehen wir wenigstens grober Steinblock. Kennen wir. Geteerter Holzblock. Teer und Holzscheide. Teer. Wo kriegen wir das Teer her? Das reimt sich sogar. Wo kriegen wir das Teer her?
10 Holzscheit in der Holz, hätten wir ja. So, Teer. Haben wir denn den her? Aus dem Feuer, ne? Wir haben doch die Feuer schon gemacht. So. Warte mal. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Mich schwant da so eine kleine Idee. Hier haben wir doch noch einen Pilz. Können wir doch mal testen. Kochen. Ja. Gut, wir lassen einfach ein paar Pilze vergaren. Ist das nicht eine Idee? Ach, ich bin so klug. Entschuldigung, das musste jetzt mal sein. Ja. Ja. Eine Handvoll kann man ja mal haben, Teer. Pilze wachsen ja draußen nach. Auch wenn es bestimmt der Schmied gleich wieder anschmeißt, anschreit. Länger brutzeln lassen, wir wollen Teer. Das ist ein richtiger Schinder, der Schmied. Wenn der weiter so macht, kriegt er eine eigene Hütte, da wird er ausquartiert. So. Apropos, mal schauen. Immerhin gab es noch ein paar Eisenplatten. Kohle ist auch durchgelaufen. Also ich finde, es läuft. So. Geteerter Holzblock. Herstellen. So. Haben wir es einmal alle hergestellt. Wir haben Myzelen bewachsener Block. Wir haben groben Feuersteinblock. Und wir haben geteerten Holzblock. Ist was vergessen? Gut, Metallblock können wir nicht machen, weil ich habe keinen Metallschrott mitgebracht. Ja, ich schäme mich sowas von. So. Weil ich clever bin. Aha. Ja, der Holzblock. Wo haben wir denn den Hammer? Ach, in der Kiste. Ah, die Pilze hierher. So. Also. Mal gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Einzelner Wandblock, Dachblock, Terrangblock. 2x2 Würfel, 1 Meter. Einzelner Wandblock. Genau. So, mit Zählen bewachsener Block. Grober Feuerstein. Teer. So. Nicht jetzt hier. Da haben wir den 100. So war das zwar nicht gedacht. Nein. Ja. Eine ganz schöne puzzlige Arbeit.
Ja. Gut, das ist Übungssache am Ende, aber ja. Ja. Immer. Ja, nicht schön, aber wir haben es mal getestet, wir wissen, wie es aussieht. So, nächstes Material. Grober Steinblock. Feuerstein, Feuerstein. Aber dann, das wäre der Moment, wo wir näher ranzoomen, vielleicht doch gar nicht so verkehrt wäre. Okay. Ja, zumindest nicht schön, aber ich habe zumindest einfach eine Vorstellung, wie die aussehen. Und dann mit Zählen bewachsene Block. Wir gucken uns den mal in groß an. Wand. Hier. Nee, wieder weg. Gut. Wir haben es getestet. Die Blöcke wieder weg. Falsche Kiste. Ja. Ich wollte es ja nur mal sehen, die verschiedenen Blöcke. Steinblöcke darüber. Ach, die kriegt man ja wieder. Stimmt ja. Tja, was mache ich mit den ganzen Ressourcen jetzt? Und allen wieder zu viel. Und die Kisten sind voll. Gut. Das hier rein. Teer kommt rüber. Stein kommt in die vordere Kiste. Kohle kommt in die andere Kiste. Feuerstein kommt in die Kiste drüben. Ja, Herr Schmied, ihr kriegt dein Teer wieder. Das ist da. Feuersteine auch hier rein. Das passt schon. So. Hier. Haben die Kohle wieder rein. Dann ist es zumindest erstmal außen Gedanken. Steine hier rein, Holz hier rein. Fasernstöcke lassen wir mal noch. Aber denn die Münzen gab es hier hinten. Mal gucken, was wir damit anstellen können. So. Naja. Der Gedanke war irgendwie ein bisschen hübscher. So, hör auf rumzutrödeln, klettere auf diese Warte und wichtige Punkte. Du sollst uns nicht immer so hetzen. Wir gucken einfach mal. Hacke, Holzpfeile. Bessere Pfeile wären so verkehrt nicht. Tagebuch. Aber hier Werkstätten. Schmiede, Kohleofen, Werkbank. Das sieht aber auch schön aus. Eine Metallplatte.
Nee, da fange ich jetzt nicht auch noch an. Ja, der Ziegeldach. Ah, da macht das eher Sinn. Steinziegel. Oh, das sieht so hübsch aus. Mal Kleider. Wir haben immer noch kein Miasma-Holz. Und ich möchte doch gerne den Kleider haben. Sagen. Nehmen wir uns das heute mal als Aufgabe. Und noch was? Schilde. Dann Metallplatten, Holzscheite. Ein Schild sieht natürlich auch edel aus. Lass uns mal gucken. Kämpferset. Oh, da kriegen wir ja mal richtig Widerstand. Geschirr. Metallgeschirr. Ui. Jetzt, wo ich alles aus Holz gebaut habe. So, er wollte das mir aufwerten. Ich dachte, das wird was Entspanntes und Gemütliches. So, eine Miasma-Seele. Die haben wir doch gehabt, oder? Der letzten Kiste. Meine der vorletzten. So, eine Miasma-Seele. Und wir werten das mal auf. Aufwerten, habe ich gesagt. Die haben wir. Sieht viel schöner aus. 80 mal 80. Ist mehr Platz draußen. Oh ja. Also da können wir ja mal richtig bauen. Nicht, dass ich es bauen wollen würde, unbedingt, aber inwieweit das geht. Und Flamme stärken. Tierfell, Funken, Miasmaflüssigkeit, Knochen, roter Pilz, Harz. Oh Gott. Diese Rezepte, die muss man sich erstmal merken. Fünfmal Harz ist hier nicht. Funken, Miasmaspuren. Ich pack einfach mal ein, was ich denke. So. Schief gehen. Roter Pilz, den haben wir auch. Dann habe ich vergessen, was ich noch wollte. Nein. Stärke die Flammen. Fünf Knochen und fünf Tierfell. Fünf Knochen, wir haben 17 und fünf Tierfell. Erste Zutat vergessen. Ich merke mir das nicht. Harz. Fünfmal Harz. Wo haben wir denn Harz gelassen? Dreimal. Also zweimal brauchen wir noch. Ja gut, das sollte ja nun ein Kummer sein kleinster sein. Noch stehen da genug Bäume rum. Let's go. Ja, guck mal, das erste Harz haben wir schon mal. Gott, zweimal. Da haben wir jetzt. Fünfmal. Cool. So schnell kann es gehen. Ah. Berge der Flammen. Altaraktivierungskapazität. Ach, da kann man dann statt zwei Altaren vier machen. Und erstmal Passierstufe. Von 5 Minuten um 6 Minuten. Ach, wir können länger im Miasma sein. Das klingt natürlich gut. Charakterattribut Boni ein. Okay. Stärke die Flamme. Bum, 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 bum. Was jetzt? Ein Leuchten und meine Wärme reichen weiter in die Dunkelheit hinein. Hab Dank, Flammenblut. Ich bin stark genug, um dein Zuhause zu schützen, falls du es vergrößern möchtest. Prima. Neue Quest. Wir haben sie da. Irgendwie. Besserung. Du kannst dein Zuhause auf verschiedene Arten vergrößern. Die Aufwertung des Flammenaltars erhöht die Baureichweite. Wenn du die Flamme stärkst, erhöhst du deine Miasma-Passierstufe und kannst zusätzlich weitere Basen errichten. Baue an einem beliebigen Ort in der Wildnis einen zweiten Flammenaltar.
Okay. In den Kleider. Oder braun das Miasmaholz. Sagen. Nummer. Stein. Fünf Steine. Du sahst noch nie schön aus, die Felsen. So. Jetzt natürlich Abend. Kann ja nicht im Abend los, oder? Nicht wegen Miasmaholz und erst recht nicht in der weite wilde Welt. Oh Gott, ins WWW. Weite wilde Welt. Wird weit wild. Na, ihr wisst schon. So, und die Funken, für was waren es die Funken? Gute Frage. Pilze zu essen. Oder Pilz hier rein. Deine kommt die andere Kiste, Holz auch, Fasern hier. Na, Leder. Noch mehr Bären. Wenn ich jetzt aus Versehen mit der Axt abrutsche, dann ist ja alles kaputt. Steine da, ein bisschen Holz hier. So. Pfeile haben wir 16. Sachen. Lasst uns gleich noch ein paar Pfeile machen, bevor wir zu Bett gehen. Holzpfeile. Auch wenn ich nicht so besonders gut getroffen habe, haben sie uns ja dann doch irgendwie das Leben gerettet. Gut. Ihr Schmied, ich bin da mal. Weißt schon. Auf Kissenhochstation. Und damit stehen wir auf, ob wieder warum hochspringt. Unglaublich. So springt doch kein Mensch hoch. Apropos, ich sehe da unten noch im Inventar. Was haben wir denn hier? Verdorbene Axt, Nahkampfwaffe. Schaden 14. Schnitt und Wucht. Dann kann ich die doch hier lassen. Wenn ich noch Platz in der Kiste habe. Dann muss ich die doch nicht mitnehmen. Nehme ich die. Und schon sind wir ein ganzes Stück weiter. Bogen, ausgerüstete Fernkampfwaffe. Vielleicht können wir ja irgendwas verbessern, oder? Ja, Herr Schmied. Ich hätte gern was Besseres. Holzfäller-Äxte. Sie macht 17 Schaden. Okay. 6 Ausdauerkosten. Was braucht die? 14 Schaden. Aber keine Ausdauerkosten. Und wir testen die einfach mal. Ja. Bist ein schöner Baum. Komm. Nee. Okay. Also zum Bäume fällen ist die nicht geeignet. Ist halt eine Kampfaxt. Da lobe ich mir doch die anderen Sachen. Weißt du was? Ja. Ich park dich derweil hier. Und nehm dich. Das ist weniger Schaden, aber du hampelst nicht so rum. Was habe ich gerade im Augenwinkel gesehen? Ausrüstung verbessern. Hier sind alle Gegenstände aus deinem Rucksack und deiner Aktionsleiste aufgeführt, die aufgewertet werden können. Verbesserung eines Gegenstands schaltet neue Perks frei. Okay. Jeder Perk kostet Runen. Sammle Runen, indem du Waffen und andere Ausrüstung zulegst. Okay, Runen. Die Münzen. Wo waren sie drin? Da. Weil wir haben doch schon ein paar. Ah. Ja, hallo, Herr Schmied. Möchtest du bitte das Beil mit 8 Münzen mehr Schnittschaden? Ja. Tang. Super.
Zauberstab. Oh Gott. Ich und Zauberstäbe. Ich bin doch nicht Harry Potter. 14 Schaden. Eis. Ja, mit wem? Eis bekämpft man Feuer. Das würde ich jetzt nicht. Die Sense? Nahkampfwaffe. Ja, Stichschaden. Naja, da warte ich mal noch. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Weil mit der Sense, ich bin doch auch nicht der Sensenmann. Ich dachte, ich könnte die aufwerten. Der hat das Schwert, aber das sind nur die selbstgebauten. Ich glaube, nur die gefundenen können wir aufwerten. So, die Sense hier rein und das ist die Keule. Die nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Und den Zauberstab schaue ich mir in Ruhe an. So, wir brauchen aber zuerst noch was Essbares. Und wir essen tief mal. Würde sagen, Wölfe jagen. Wo war denn das komische Rudel? Wir haben da hinten eine Rudel Wölfe gehabt. Weil das Fleisch war doch sehr ergiebig. Bittedim, bittedim. Oh je. Bären haben wir jetzt genug. Das haben wir mal. Hast du Fleischstück? Und? Prima. Ja, ein bisschen üben mit dem Bogen und dann klappt das von alleine. Oh. Hab hier nicht noch ein Wölfli rum da. Sollten wir vielleicht auch das bessere Schild machen, bevor wir in die nächste brenzlige Situation wandern. Ah. Okay. Ich bräuchte ungefähr noch so 500 Wölfe. Ich hab großen Hunger. Ich höre einen doch. Ich. Da. Aha. Nur Knochen. Hatten wir nicht hier vorne auch noch welche gehabt? Ich doch gleich mal schauen. Hier waren doch Wolfgangs. Ganze Wolfgangs. Guck mal da. Fell? Ja, euch jag ich nicht, ihr seid so niedlich. Wir hatten doch hier auch welche gehabt. Und hier war für Pfeile drin, Feuersteinpfeile. Okay. Erklärt, warum die Wölfe so schnell umgefallen sind. Guck mal, da ist der nächste. Mindestens, damit ich eine kleine Fuhre ordentliches Essen zusammenkriege. Im Popper ist gebissen und noch nicht mal ein Stück Fleisch. Eigentlich ist das doch eine Sauerei, oder?
Jetzt habt ihr euch Schafen. Schnell weg. Hä? Hey? Ordentlich getroffen, reicht doch ein Schuss. Ja, aber die geben ja nur einmal. Die Wolfis haben mehr besseres Fleisch abgegeben. Na gut. Grillen wir uns das mal schnell. Der Tag ist schon fast um. Nichts geschafft. Warum fühle ich mich so gehetzt vom Schmied? Ich weiß es nicht. Müssen wir den Schmied fragen. So, den Hammer weg. Ich glaube, ich habe noch Platz dafür jetzt hier drin, ja. Als. Hammer kann weg. Fackel nehmen wir mit. Können wir vielleicht brauchen bei dunkel. Miasma Überlebenstrank. Okay. Ja, erstmal nicht schaden. So. Holz raus. Raus und bleiben drin. Deine raus. So, was haben wir denn noch hier? Die Fasern können raus. Das Fell darf raus. Rote Pilze haben wir genug. Komm. Da und. So. Das brot sich mir durch. Das esse ich schnell. Zack. Stecke für Pfeile. Knochen. Wo haben wir Knochen? Komm. Weg damit. So. Ist schon ein Gehetze, oder? So. Ich verstehe, warum wir vor dem Feuer jetzt ausgeruht Buff verlieren. Eigentlicherweise müsste es der sich da wieder erhöhen. Wir sitzen. Hier ist nur Level 5. Level 9. Okay, also muss ich mich sozusagen hier hinsetzen, damit ich einen besseren Level kriege. So, 14 ausgeruht. Wir haben alles. Eigentlich nicht. Denn vielleicht das Wasser. Das nicht noch ein Heiltrank irgendwo. Ich glaube, ich könnte einen vertragen. Da. Da. Hast du? Der Funke des Wissens in dir wurde entfacht. Mach dich bereit, die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu lüften. Finde die zwei Obelisken der Erbauer in den Hochweiten, um das Schicksal der Welt zu erfahren. Eine Geschichte von Fäulnis und Feuer. Nur diejenigen, die die Wahrheit suchen, werden sie auch finden. Hetz mich nicht. Jetzt übertreiben sie es aber. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Tagebuch. Geschichte der Fäulnis sind die neuen Kleider. Wir brauchen Miasma-Holz. Die Verbesserung. Was haben die Steine ausgepackt? Mal gucken. Vielleicht passt das ja irgendwo, dass wir die hinpacken. Und die warten. Die warten. Die warten. Nehmen wir das. Als aktive Quest. Ja. Zack. Auf Karte anzeigen. Da oben. Das sind die komischen Dinger. Brückenbaubericht. Na dann. Let's go. Da. Leise Steckchen einsammeln. Leise Steckchen einsammeln. Badam, badam, bam, bam, bam. Jetzt können wir ja so über die Brücke hüpfen.
Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Was davon, was davon, was davon. Da, komm. Tadam. Das kannst du auf dem Rückweg alles mitnehmen. Hast du doch wieder die Taschen voll. Also, zack. Oh. Ja. Brauchen wir mehr hier. Uns schon mal weg, die Fallen. Du siehst mich nicht. Ah ja, das war Zufallstreffer von dir. Tada. Wir wollen weiter. Zeit. Kasper Quatsch. Ja. Bam, 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 bam. Was haben wir denn an Pfeilen? Rucksack. 59. Ach, komm da. Pfeile, Pfeile. Da. So wie ich damit rummosche. Ja. Ging doch fast wie von alleine. Was? Ging gerannt. Übereinander. Und Pfeil zu viel? Umsonst? Naja. Was? Hörst du auf?
haben immer eine Menge Metallschrott. Und dann vielleicht doch unsere bessere Rüstung machen. Käme mir ganz gelegen bei meinem Geschick. Meisterhafter Streitkolben. Okay. Wucht. Wucht und Stich. Wenn es sich ergibt. Du entdeckst versunkene Steinsäulen am Horizont, die von Erdhügeln verdeckt werden. Sie strecken sich in den Himmel wie die steinkalten Fingerknochen eines Titanen. Das Zeichen eines verborgenen Grabs. Die Treppe im Inneren führt in die Dunkelheit. Mit der Fackel in der Hand gleitest du hinunter in die Ungewissheit, in das Grauen, doch deine Suche treibt dich tiefer. Ein morbider Schatz, der im Staub verrottet, ruft nach dir. Sind es Familienjuwelen, Erbstücke oder von fernen Ufern? Was auch immer es ist, mein Freund, es wird das Fundament unseres Reiches sein. Der Grundstein für eine Festung, die aus vergossenem Blut errichtet wird. Klingt gut? Ich kenne die ungefähre Lage. Wenn du die Suche übernimmst, Gerrit, teile ich den Schatz. Abgemacht. Auch schon wieder. Ich wittere Betrug. Nee, da, plündern. Und nicht lesen. Metallschrott geht immer. So. Ja. Nur lang genug drauf prügeln. Gut. Geh mal hier oben lang. Miasma. Ich mag kein Miasma. 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 Na, ihr wisst schon. Das Zeug. Ich mag's einfach nicht. Erst recht nicht seit dem Kampf mit dem Endgegner. Nicht effektiv, okay. Man wird's ja nochmal versuchen dürfen, oder? Denn Metallschrott. Lesen. Das Unglück schlägt einen wie ein Blitz. Die Blitze setzen den Himmel in Flammen. Das ist meine einzige Lichtquelle, seit das Feuer durch diesen gnadenlosen Regenguss gelöscht wurde. Natürlich hatte ich die Wolken aufziehen sehen, bevor ich mich auf den Weg machte, um das versteckte Grab zu suchen. Ich hatte die Bedrohung in der Brise gespürt. Trotz der Warnzeichen drängte er mich, weiterzugehen. Du kannst den Sturm abwarten. Aber das Wasser könnte unseren Schatz im Schlamm ersticken. Kannst du es ertragen, wenn unser Reich weggespült wird, Gerrit? Oh, dieser silberzüngige Teufel. Das Grab ist ganz in der Nähe, aber Wind und Regen hindern mich daran, weiterzugehen. Die knarrenden Bäume bieten mir kaum Schutz, also werde ich hier sicher durchnässt. Okay. Das wird in einem anderen betrogen. Ist schon ein bisschen hoch. Gibt's hier was? Guck mal, nochmal Mais. Es macht auch so nicht Spaß, hier durch die Landschaft zu rasen. Es könnte ja potenziell überall irgendwas sein. Ja, mal gucken, ob wir von oben irgendwas sehen.
An Miasmaholz muss ich denken. Gott. Dum-ba-da-dum-bum. Ui, hat mal runtergefallen. Okay. Bin mal gespannt. Wir hochkommen wollen. Wir müssen in den Zaubertrank. Wolfies? Hochweitenwarte. Okay. Standort oben. Ich bin gespannt, wie wir jetzt hier hochkommen. Eine ewig hohe, endlose Treppe. Nein, nicht runterfallen. Ich dachte, da kann man rüberhüpfen, aber das ist etwas zu weit. Komm, wir gehen mal gucken. Oh. Die Warten der Erbauer, strahlende Leuchtfeuer. Diese Warten reichen bis zum Firmament und verweigern den Unwürdigen den Zutritt. Die Rasse der Erbauer betritt sie, aber ich habe noch keine wieder rauskommen sehen. Ich habe zwei Theorien. Die Warten der Erbauer sind miteinander verbunden und die Stillen können nach Belieben zwischen ihnen reisen. Die Warten der Erbauer dienen als eine Art Grabstätte, ähnlich dem Schrein der Flamme. Die Erbauer speichern all das Wissen des Landes in den Flammen hier, wenn sie das Reich der Sterblichen verlassen. Wie auch immer, ich komme nicht hinein. Wenn ich auf die verzierte Platte steige, geschieht nichts. Schade. Na gut. Sammeln. Okay. Kriegt jetzt schon Angst. Ja. Oh, Zaubertränke. Ich sag doch immer, wenn das Spiel dir einen Heilungstrank gibt, dann ist das selten ohne Grund. Wenn es dir keinen gibt, bist du unwürdig. Also dann ist gleich Nacht wird. Ich meine, wir sind jetzt drinnen, da ist es nicht so schlimm, aber... Salz. Okay. Dann hätte ich gerne noch ein Brot und ein bisschen Suppe. Wasser. Was jetzt? Spektralschild bei Schmied. Okay. Mana-Trank. Na gut, ohne Zauberstab brauche ich ja keinen Mana-Trank. Jetzt alle Ecken abgegrast. Ich hoffe es. Nun? Moment. Wie? Ja.
mich wieder tot sammeln hier. Ende des Inventar wieder voll. Sieht irgendwie sehr schaurig aus hier draußen. Ja. Aber bevor ich den Knopf jetzt drücke und es weitergeht, würde ich hier pausieren. Ich setze mich jetzt hier einfach her und warte, dass es draußen hell wird. Und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische zu einer neuen Runde. Und dann erkunden wir gemeinsam die Geheimnisse dieses Turms, dieser Warte. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Mir hat das verdammt viel Spaß gemacht. Es ist halt sehr stressig, was der Schmied von uns will. Naja, vielleicht können wir uns irgendwann dafür rächen. Also, in diesem Sinne, bis morgen in alter Frische. Tschüssikowski und bye bye.